Und herzlich willkommen zurück. Was geht denn hier gerade alles ab? So, Ihren Server hat gerade neu gestartet. Interessant. Ich hatte hier gerade so eine komische Ladepause wieder. Mal gucken, ob das Video synchron ist. Ich bin jetzt in letzter Zeit extrem paranoid, dass die Aufnahmen, ne? Ab. Nö, passt. Okay. Dann muss man sagen, auf los geht's los. Wir gehen erstmal wieder zurück zu unserer kleinen Hütte, von der aus wir dann in die Höhle gehen, von der aus wir dann Obsidian holen. So ungefähr. So ist der Plan. Ja. Weil die Glasfront, ich meine, man will halt runter gucken, ne, ins Tal oder in die, ich meine, wir sind ja auf dem Berg. Von daher ist von uns gesehen unser Land ein Tal, aber es ist eigentlich kein Tal, sondern es ist das Flachland und wir sind erhöht. Auf jeden Fall möchte ich halt, wenn wir runter gucken, wollen wir einen cleanen Blick haben auf das Geschehnis. Und da macht sich halt Obsidian Glas wahrscheinlich besser. Hoffe ich einfach mal. Habe ich selber so noch nie benutzt. Wäre für mich also auch was Neues. Die Frage ist, kann man aus Obsidianglas auch so eine kleine die Scheibchen machen? Ja, kann man. Nur die kriegen wir hier halt nicht drinne, nicht eingebaut, sinnvoll. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall bei normalen Glasblöcken bleiben. Nur halt aus Obsidianglas. So, das hier mache ich dann ein bisschen auch mal weg. Hier geht es aber ganz schön tief runter. So, aufpassen, dass die Schippe nicht kaputt geht. Warte mal. Ich schau mal, ob ich Geld habe. Komm mal zu meine Hütte. Kommen wir jetzt hier raus. Am besten so und dann so. Bam, bam, bam. Da. Ja, das war. Hat sogar funktioniert. Oh, lol. So. Jetzt kann ich schnell zu unserer Hütte gehen, damit zu Ehre nicht so lange warten muss. Ich weiß gar nicht, wo sie gerade ist. Sie ist auf jeden Fall außerhalb unseres Sichtbereiches. Das heißt, wir haben genug Zeit nach Hause zu laufen. Weil gelbe Blumen müssen wir eigentlich haben. Gelbe Blumen hatten wir ja. Denke ich mal. Dann sehe ich sie? Nö. Fliegt sie gerade rum? Nö. Wie gesagt, die Dinger hier können wir auch so bald mal zumachen. Müssen wir mal gucken. Ob wir das machen? So, ich guck mal ganz kurz. Hier sehe ich erstmal nichts. Doch, dann ist direkt eine Sonnenblume gerade. Da war direkt die gelbe Pflanze. Wie gesagt, Gelbpflanzen müssten wir eigentlich haben. Davon gehe ich einfach mal aus. Doink. Doink. Ah, nee. Weiß, lila. Noch mehr weiß, noch mehr lila. Es gibt halt massiv Sonnenblumen, ne? Aber aus Sonnenblumen kann man keine Farbe machen. Wobei, das weiß ich gerade gar nicht so genau. Kann man daraus Farbe machen? Ja, schreib's mit F. Hallo. Gelb. Achso, nein. So. Gelbe Blumen, gelbe Blumen, gelbe Blumen. Und nochmal gelbe Blumen. Yay! Also tatsächlich nur die gelbe Blumen.
die gelben Blumen. So. Von der wir, wie gesagt, ein paar haben müssten. Miss Piggy! Miss Pig. Stimmt, hätte ich Miss Piggy nennen können. Oh, das gibt aber lecker. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich glaube, ich reiße das hier Ganze nochmal ab. Das ist so tatsächlich ein bisschen dumm. Oder wisst ihr was? Ich mache es anders. Ich pflanze einfach nochmal ein paar. Ich gucke aber erstmal, ob wir gelbe Blumen haben. Von hinten kommt sie. Gott, von wo kommt die denn bitte? Ja, guck mal hier mit dem Weiß. Das sieht doch viel zu krass aus von hier unten. Das Weiß sticht halt richtig raus. Ja, 16 haben wir. Woo! Hab 16. Könnte dir 10 geben. Wären 40 Farbe. Okay. So, was wir zuallererst mal machen, ich hole mal nochmal diese Sträucher hier. Da. Oder ne, wir ernten einfach die da sind bereits. Die ernten wir einfach nochmal. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was wollte ich jetzt machen? Den Hammer holen wollte ich. Erstmal hier ein paar Sachen wegpacken. Es ist schon wieder alles so scheiße voll hier. Ich muss mal wieder Sachen ins Lager auslagern. Dafür ist sie auch da. Was suche ich hier gerade? Du kommst mal nach da. Und der portiert den Hammer. Hammerhart. Dankeschön. Habe ich hier gerade unsere Beeren drin gesehen? Ah ne, war Farbe. Laufe Gleisen lang. Nach. Was auch immer. Achso, halt, erstmal werde ich sie reparieren. Bevor ich das vergesse. Oh ja, unser Hammer ist auch bald wieder tot. Hä? Hä? Oh, wow. Leck des Grauens. Yay. Ja, damit ist dann unser Hammer also auch wieder Geschichte. Ist halt so, ne? Kann man nichts gegen machen. So. Blumen wollte ich ein paar mitnehmen. Ach, habe ich sogar schon. Sehr schön. Haben wir keine grünen? Grüne? Doch, hier. Grün, okay. Von wo genau kommt sie jetzt? Ich sehe sie gar nicht. Hab sie doch gerade eben schon gesehen. Sie soll das eigentlich auch so. Achso, na, wenn sie jetzt da hinten rumläuft, dann ist sie jetzt wieder außerhalb der Sichtweite. Kann natürlich sein. Ja. So, gut. Solange bis sie hier ist, muss ich mal die Zeit und mache den Schund dann mal wieder weg. Das machen wir tatsächlich einfach mal anders. Kann man das hier mit schnell abbauen? Nee. So. Okay, dann haben wir hier. Ach, da ist sie. Hä? Warum haben wir. Hallo? Was soll der gelbe Balken in meiner Visage? Was ist denn hier los? Warum ist das so? Warum tut das so? Gut, wir warten mal kurz, bis wir der Dame, der ihre Blumen gegeben haben, und dann melde ich mich mal ganz kurz ab und dann wieder an. Hab ich hier so scheiß Balken im Gesicht? Was ist denn hier los? Ja, gut. So, wir haben gerade mal 10 Dinger. Ich habe vergessen, die anderen zu nehmen. Oder habe sie absichtlich nicht mitgenommen. Warum auch immer. So. Vorschlag zur Güte.
Ich pack hier einen hin, da einen hin, da einen hin, da einen hin, da einen hin. Reicht so? Ja doch. Da einen hin, 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 da, 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 da. Jetzt sollte die Fläche hier also komplett voll werden davon. Und dann kann ich hier im Nachhinein immer noch so eine Schneise reinschlagen. Aber trotzdem haben wir hier schön volle Felder. Tada! Bitte! Hat sie schon eine Eisenrüstung und wir laufen hier nackt rum? Was ist denn los? Das gibt's doch gar nicht. Hat sie sich eiskalt wegteleportiert? Ich guck's ja nicht. Gut, dann melde ich mich mal ganz kurz ab und dann springen wir mal hier in die Höhle rein. Nein, vorher machen wir Inventar leer. Echt schön, was du baust. Thanks. Oh, ich werde ganz rot, ey. Hui. So, Hauptmenü. Moment, ich mach was gerade weg. Oder? Das halt. Kann es sein, dass das jetzt gerade im letzten Moment doch weg war? Könnte es sein, weil ich jetzt Text eingegeben habe, dass vielleicht dieses Textinterface diesen grünen Balken überschrieben hat? Möglich wär's. Wissen tut's sonst nicht. Hat sie aber noch nicht gehabt. Wahrscheinlich, weil es so geleckt hat, während ich das Ding da repariert habe. Ja, es ist weg. Sehr schön. Gut. Ja, die wachsen jetzt erstmal ein bisschen. Wir machen mal unser Inventar ein bisschen leer. Alter, wir müssen dringend aufräumen. Scheiß die Wand dann. Okay, ich mache erstmal sauber. Das geht immer gar nicht. Das heißt, du kommst mit nach da. Weißt du was? Der Sand kommt auch da rein. Den Sand will ich mal komplett extra haben. Einfach weil er so scheiße ist. Oder weißt du was? Wir machen es mal anders. Was ich jetzt mache, könnte richtig dumm sein. Aber ich mache es trotzdem. Nee, mache ich nicht. Ich wollte jetzt mich mit dem Sand hochbauen. Aber das Problem ist, wir müssen halt warten, bis die ganzen Blöcke, ne, wenn man zwei Blöcke übereinander baut, dann wird ja der untere Block irgendwann normale Erde. Nur da können wir unter Umständen ewig warten. Ja, von daher mache ich das mal lieber nicht. Dann müsst ihr uns etwas anderes mal einfallen lassen. Zum Beispiel hier. So. Da kann ich das hinbauen. Dann lagere ich den Sand einfach hier drinnen ab. Und irgendwann, wenn der ganze Sand schön normal ist, können wir den wieder abbauen. Wie lange auch immer das dauern. Oh, das Eisen. Wie lange auch immer das dauern wird. Ich habe keine Ahnung. So. Sehr schön. Dann machen wir, wie gesagt, mal unser Inventar leer. Dann nehmen wir mal die ganze Erde mit, den ganzen Cobblestone, der sich da abgelagert hat, und bringen mal direkt ins Lager. Ich meine, dafür haben wir es ja. Naja, wenn man nicht gleich aufräumt, dann stapelt sich das Scheißzeug bis zur Nase. Bis zu den Schamhaaren. So, das heißt, Werkzeug packen wir erstmal zum Platzsparen hier mit rein wieder. Ich auch. Dich auch, alles was hier, wir müssen noch diesen Marker da oben wegnehmen. Egal, hat Zeit. Nee, du nicht. Du auch nicht. Auch nicht. Du kommst höchstens in die Futterkiste. So. Die können wir eigentlich auch gleich ins Lager packen. Kriegen wir dann bald wieder massig. Das kommt da rein, das auch, und... Ah ne, halt, das kommt in die
Kiste. So. Ja, sieht doch schon viel übersichtlicher aus. Dann heißt das jetzt folgendes. Du kommst da rein, du kommst da rein. Genau, und jetzt kommt hier das da rein. Haben wir Kies, hier haben wir auch nochmal Kies. Haben wir auch nochmal Kies. So, Cobblestone kann raus, das. Lehm. So, hier haben wir nochmal Silbersand. Hier haben wir nochmal Cleanstone, der kann hier drinnen bleiben. Shift Keys, Keys. Ich bin gerade überlegen, ob wir sowas wie Keys und sowas wie Lehm, also hier Marmor, Lehm und so ein Zeug, nicht doch auch ins Lager packen. Ich meine, wir haben da ja Fächer, ne? Warum sollte ich die unbenutzt lassen und alles hier lagern, wenn wir das ganze Zeug auch genauso gut ins Lager packen könnten? Okay, dann machen wir das auch. Das heißt, der ganze Klatsch kommt dahin. Dann packe ich jetzt mal ein neues Sechserfeld bereit. Das heißt, so, da kommt dann Kies rein, dann kommt da Shield Kies rein, dann kommt da Marmor rein, Lehm rein, halt. Hä? Gibt's ja zwei Marmors. Buildings Blocks und Technik Marmor. Haben die was miteinander zu tun? Oder sind die einfach nur zweimal, also redundant, Marmor und... Oh. Marmor. Aber ich glaube, die haben nichts miteinander zu tun. Das sind also einfach zwei verschiedene Arten von Marmor. Lol. Ja gut, dann interessant. Haben wir so zweimal Marmor. Das heißt, das kommt dann dementsprechend gruppiert mit dem Marmor. Macht ja Sinn, weil es beides von Building. Nee. Okay, raus. Kein Bock mehr. So, das ist von Technics. Ach so, ja, das ist das Marmor von Technics. Was war noch von Technics? Das ist Building Blocks. Das ist die Foul Clay. Aber auch nochmal Building. Ach komm, mach die doch nebeneinander. Dann haben wir noch Lehm. Und etwas, was mit Lehm zu tun hat. Achso, dann kann das da auch weg. Das auch. Da kommt alles dann mit ins Lager rein. Das hier könnte ich da auch noch mit reinpacken. Wobei, nee. Kompress und Teer hätte ich dann wieder separat gerne. Tja, dann wäre das also am ehesten. Lehm. Ich meine, aus Lehm machen wir eigentlich die Dinger, ne? Aber hier. Davon haben wir echt so wenig, das lohnt sich definitiv nicht ins Lager zu packen. Komm, mit Lehm das aber auch mal raus. Das lohnt sich nicht. Dann packen wir aber da mal lieber doch das Zeug hier rein. Was sich aber eigentlich auch nicht lohnt, weil davon haben wir auch jeweils nur zwei Stacks. Das sind alles so eine Sachen, die lohnt sich nicht wirklich ins Lager zu packen. Hier haben wir auch nur zwei Stacks von. Ich meine, Lehm als solches könnten wir mitnehmen. Nee, eigentlich nicht. Gut, den ganzen schmeiß ich mal wieder raus. Das brauchen wir im Lager nicht. Was würde sich noch anbieten zu lagern? Irgendwas von das wir große Mengen haben. Das Rest geht ja eigentlich so. Gut, ich glaube, das reicht dann auch. Dann lassen wir es doch so. Was ist hier drin? Gar nichts. Ja gut, dann können wir das eigentlich auch so lassen direkt. Du kommst noch raus und du kommst noch raus.
dann ist die Kiste eigentlich quasi schon wieder leer genug. Ach komm hier, der machen wir auch noch raus, ganz ehrlich. Einfach weil wir das Zeug hier so nicht mehr verwenden werden. Das heißt, es wird jetzt Ewigkeit nicht drin rumliegen. Von daher. Von Lehm hätten wir immerhin drei Blöcke. Was bist du? Du bist auch noch Marmor. Marmor, Marmor und dann haben wir auch nochmal zweimal Marmor. Das packe ich mal hier unten hin. Da kommt Marmor. Da kommt Marmor. Dann haben wir halt noch Lehm. Andererseits, wie viel Marmor werden wir hier halt auch nicht verfinden. Komm, okay. Die packen wir auch mit ins Lager, aber nicht, weil wir davon so viel haben, einfach, sondern einfach, weil wir das nie verwendet werden. Das heißt, da müssen wir ultra super duper selten ran. Siehst du, ist hier hinten eigentlich schon was gewachsen? Nee, ne? Oh doch! So, ist schon ein bisschen was gewachsen. Geil! Sehr schön, haben wir so ein richtig schönes kleines Feld. Bitte, auf ins Lager. Hä? Hat sie hier nicht Erde reingemacht? Fahren Sie mal, was ist denn hier los? So, du kommst da rein. Okay, folgendes. Ihr bitte einmal raus. Warum geht das nicht? Ach so, weil ich immer mindestens eins hier frei haben muss. Oh, jetzt habe ich hier natürlich... gut, dann kannst du gleich mal raus. So, okay, das heißt, du bist normaler Kies. Kies mache ich mal nach rechts und Shield Gravel nach links. Dann können wir Erde quasi direkt reinmachen. So, dann haben wir hier Teer und Compost. Dann haben wir hier noch einmal Marble und Dings. So ungefähr. Ich würde ja doch schon gerne austauschen. Genauso. Macht die überhaupt was? Oh, nee, die Maschine ist aus. Lol, aber die ist aktiv. Genau, dann haben wir, die haben wir von reaktiviert. So, das heißt, du kannst rein, du kannst rein, du kannst rein, du kannst rein, du kannst rein. Der ganze Scheiß kann einfach mal rein und aktivieren. Okay. Genau.
So, dann gehen wir jetzt in die Höhle. Warum wollten wir nicht in die Höhle? Ach, genau, für Obsidian. Wir wollten ja Obsidian klar machen. Jo, nee, ist klar. Brauchen wir aber noch unsere Axt wieder. Das war falsch. Sehr schön. So, wie sieht's hier aus? Noch was gewachsen? Oh, ein bisschen was. Lütchen, ab in die Höhle. Mein Bahnhof heißt German City. Lol. Und wird es ein bisschen braun? Oder bleibt es einfach alles so, wie es ist? Sieht aus, als wenn es alles so bleiben würde, wie es ist. Ständig dieses Eis, was mich hier anlacht, die Clubs ja. So. Feiern mit dem Eisen hier. Siehst du, ich hätte mal wieder meinen Lava-Eimer mitbringen können. Mein Wassereimer. Hätte ich unsere Lava auch mal zuschütten können wieder. Schau mal, da guck. Bitte. Da fangen wir mal von hinten an mit dem Baum. Mal gucken, wie schnell diese Meter-Axt ist. Oha! Warum geht's denn da runter? Hilfe, ich hab Angst. So. Hier geht's auch runter. Aber ich würde sagen, machen wir die nächste Folge mal weiter. Genau. Bis dahin.